Are you going on up to the chateau, Baroness Dumas? Of course I am. You simpering oaf. Did you think I was planning to sit around and play pinochle with you idiots? Ja. Jetzt kommen wir an eine sehr coole Stelle. Und zwar. Nein, das ist falsch. Kommen wir jetzt an der Stelle für das Ding, im Schalldämpfer. Wenn ich es nicht vergräbel. Jetzt kaputt hier. Den ersten habe ich noch recht gut weggebrotzt. Na komm. Da ist noch einer, ich weiß es. Aber der will sich nicht zeigen. Dann halt nicht. Ich habe jetzt in dem Level auch den Kamera-Disabler mitgenommen, aber sie brauchen. Und hier liegt der Schalter, warum? Silencer vor der Hammerton MPL. Nein, Meter SMG. Und jetzt hat das Ding einen Schalldämpfer. Was für uns bedeutet, dass das jetzt unsere primäre Waffe wird. Die ist immer noch relativ laut, aber immer noch leiser als ohne Schalldämpfer. Macht Sinn, nicht wahr? Sie kommt! Hilft natürlich nichts, wenn man hier wild rumballert, aber. Solange kein Alarm gegeben ist, ist alles in Ordnung. Ja, und der. Oh. Wo ist sie denn? Ist die? Nein, das wollte ich nicht. Ja. Das Programm schlägt nämlich auch immer Ausrüstungen vor, wenn man einen bestimmten Teil Ausrüstung mitnehmen kann. Fuck, das wollte ich doch gar nicht. Oh, leck mich halt. Oh, ist so unglaublich, ey. Bin zu doof gerade. Ja. Wo kommst du her? Ruhe hier im Hühnerstall. Aber ich denke, das Spiel schlägt einem immer wieder Ausrüstung vor jeder Mission. Und meistens schlägt einem als 9mm, beziehungsweise meistens schlägt einem irgendwelche Waffen vor, die nicht so wirklich nützlich einsetzbar sind. Zum Beispiel den Revolver oder halt die Gordon SMP. SMP, die halt generell gar nicht so schlecht ist,
Aber halt sich nicht schalldämpfen lässt. Haha. Was halt durchaus schon einen durchaus krassen Nachteil hat. Vor allen Dingen spätestens ab jetzt. Und wenn man das Spiel nochmal neu spielt, hat man die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die man bis jetzt bekommen hat, kann man die ja wieder benutzen. Also, ne? Das heißt, man hat die dann von Anfang an zur Verfügung und muss sie nicht erst einsammeln. Das heißt, bei einem erneuten Durchspielen wird dann eigentlich die 9mm Pistole fast überflüssig. Ist da unten irgendwas? Nee. Braucht man da auch nicht wirklich hingehen. Und hier ist noch ein Secret, kleines. Und zwar ein Raketenkoffer. Das ist ein Raketenwerfer mit Koffer. Das ist das eins dieser Prototypen, die man gleich am Anfang, wenn man zum ersten Mal in dem zum Besprechungsraum geht, steht er da, glaube ich, irgendwo rum. Ja, du bleibst mal liegen. Das macht man zwar eigentlich nicht, einfach harmlose und wehrlose Wachen erschießen, aber naja, mein Gott. So, dich werde ich jetzt nochmal hier beschäftigen. Dann gehst du mir nämlich nicht mehr auf die Nüsse. Oder Eierstöcke, je nachdem. So, wir müssen da drüben hin. Weil wir müssen ja zur Gondel. Wir wollen ja zur Gondel. War klar. War klar. Ich muss ja, muss ja ungesehen da reinkommen. Schießt nicht auf mich. Ich muss ja ungesehen da reinkommen. Ja. Don't set off any alarms. Na gut. Wenn dem so ist, werden wir dem mal nachkommen. Irgendwann hat man es raus, wie man da abspringen muss. Schläft der Kollege? Ah, das habe ich ja vorhin gar nicht mitgenommen. So. Das Ding ist eigentlich reichlich nutzlos. Was tatsächlich eigentlich so gut wie kaum nutzen kann. Das Spiel hat mir auch in dem Level eine neue Waffe vorgeschlagen, die ich jetzt erst bekommen habe. Und zwar eine einhändige Scharfschützenpistole. Die... Who is it?
So. Haben wir die Gefahrenquelle auch beseitigt. Gut. Aber wir müssen den lang. Ich muss wieder zurück in den, in die Lagerhalle. Wenn wir da durch müssen. Hier ist die Werkstatt. Jetzt haben wir das Ding, das sollten wir noch mitnehmen. Edelweiß, Edelweiß, bless my homeland forever. Will you please shut up? Why, don't you like singing? Sure, just not yours. Hugo never complains. Hugo is an idiot. Whose singing do you like? Oh, I prefer women singers. Edith Piaf, Shirley Bassey, Ella Fitzgerald, Nancy Sinatra. I like to pretend they're singing to me. Maybe you need a girlfriend. I have a girlfriend. That's not the point. Anyway, I don't need to hear your yodeling. Fine. Ich glaube nicht, dass der jodelt. Who is there? Niemand? Das war jetzt echt dumm. So. Da müssen wir, glaube ich, rein. Ich werde hier einfach nochmal die Kamera stilllegen. Und den letzten werde ich dann behalten. Das Problem ist, dass man die Dinger nicht wieder abmachen kann. Wenn sie nicht mehr braucht. Weil zum Beispiel den hätte ich jetzt schenken können. Aber ich darf es nicht abmachen. So, jetzt wissen wir auch, warum wir den Dings gebraucht haben. Den Codebreaker, damit wir hier das Schloss knacken können. Damit da die Tür dann aufgeht, damit wir hier rauskommen. Hörst du mal auf, hier rumzuzappeln, stell dich in die Ecke und warte einfach. Und übliche Kontakt. Ansonsten ist hier leider auch nix. Da unten ist auch nix. Die Kameras habe ich alle schon ausgeschaltet.